Sammy und der Laserpointer. Ja, heute haben wir mal den Laserpointer ausgepackt und zeigen euch, was so wuselnde kleine Tierchen auf dem Boden denn mit Sammy machen. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Tü-tü-tü-tü. Geh mal auf seinen kleinen Freund. What? Jetzt sieht er dich mehr. Unsichtbar. Guck mal, er verliert komplett den Kontakt auch zu dem, was dann da liegt. Er fokussiert sich nur auf diesen Laserpointer. Ist in mein Arschloch gebrannt. Ja. Hat den Faden verloren, dann findet das auch nicht. Wie eifrig er hinterher ist, den kleinen Punkt zu fangen. Mensch, was ist das für ein erfülltes Leben? So, wir haben mit dem Laserpointer auch einige Features eingebaut. Denn wir lieben ja Sammy, ne? Und der Laserpointer kann auch I love you schreiben. Oh, wie romantisch, Sammy, ne? Boah, Sammy ist auch voll der Romantiker. Und deshalb ist er voll hinter diesem Laserpointer. Oh, Doppelherzchen. Doppelherzchen kommen nicht ganz so gut an, oder? Ich glaube, mit Liebe kann Sammy nicht so viel anfangen, ne? Und wie ist Liebe öde? Sammy steht nicht auf Doppelherz. Oh, einen großen roten Punkt! Einen großen roten Punkt! Mann, ey, einen großen roten Punkt, den kann man immer gebrauchen. Ah, das ist ein dicker Käfer, ne? Mein Gott, ey, was ist das für ein dicker Krabbelkäfer, ey? Seine Ohren, schau mal, umso näher du gehst. Schau. Tschüss. Wir gehen die immer runter, ne? In Kampfhaltung. Der kleine süße Tiger. So, Sammy, wir haben jetzt für dich einmal hier ganz toll, weil du so brav warst und so fleißig den Laserpointer gesucht hast, den er immer noch sucht. Hier, Sammy, guck mal da. Laserpointer. Mensch! Kann sich kaum noch bewegen. Sammy ist jetzt im Tarnmodus. Der ist in der Robbe. Du bewegst dich jetzt nur noch schleichend vorwärts, weil er nicht weiß, wo der Laserpointer steckt, der ihn gleich attackieren wird. Was? Sammy mag nämlich die Dinger mit der Füllung innen drin voll gerne. Steht ja voll drauf. Wird Sammy sogar für töten. Hat er nämlich auch schon, oder der Hund von meiner Mama, der mochte die nämlich auch total gerne. Und dann haben sie sich immer drum gekeift, wer denn die Belohnung dann immer kriegt. Weil beide die toll fanden. Und das findet er meine Hand toll, weil die nämlich voll von dem Zeug. Die scheinen ihm echt gut zu schmecken, ne? Mein Gott. Sollen wir auch mal einen davon probieren? Ja, mach mal. Okay, Zuschauer, mach mal einen Deal. Wenn die Folge, die erste Folge hatte irgendwas über 10.000, 15.000 Likes, wenn die Folge 10.000 Likes hat, dann esse ich von diesen kleinen Cazzini-Dingern 3 Stück. Dann esse ich davon 3 Stück in der nächsten Folge, Leute. Das ist doch mal ein Versprechen. Ich glaube, Sammy wird das nicht so gefallen. Ich mit Sammy, wir beide machen uns ein Festmahl, falls ihr das hinbekommt, falls ihr das sehen wollt. Und Sammy spielt jetzt weiter mit meinem Bömmelchen, ne? Und er sitzt darauf, weil er hat keines mehr. Er ist ausgepowert. Also für Sammy ist heute auch Drehschluss. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!
Ja, mein Lieben, die Pflanze ist leider hier zum Opfer gefallen. Die ist, nachdem sie jetzt zum fünften Mal irgendwie umgefallen ist und Sammy sie, naja, wie ihr seht, lieblich angefasst hat, haben wir, glaube ich, sowieso fast keine Blumenerde mehr mit drin. Also ich glaube, die ersten paar Zentimeter sind schon freigelegt von der Pflanze und schön im Zimmer verteilt. Und Sammy wacht auf seinem Dschungel hier, als wenn er ein Dschungeltiger wäre. Wow! Nachdem Sammy ja die Pflanze schon zerrupft hat, hat er jetzt noch seinen Kumpan dabei geholt. Seine große Liebe, und tollt mit ihr im Dschungel, im Urwald dieser Welt. Naja, oder was davon übrig geblieben ist. Alter, so begraben im Dreck, ey. Pff. Mensch. Kannst nicht machen, Sammy. Deiner besten Freundin. Wie nennen wir sie eigentlich? Deine Freundin? Ihr könnt ja mal Vorschläge für seine Freundin machen. Was meint ihr, wie seine Freundin oder aka auch Opfer, wie wir sie nennen sollen in den zukünftigen Folgen? Macht einfach mal Vorschläge in den Kommentaren, würden uns freuen. Und Sammy, naja, der lässt sie jetzt einfach links liegen, nachdem er sie verbraucht hat. Und putzt sich erstmal. Na? Ohne Scheiß, die beiden sind voll süß, ey. Wah!